Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich gerne euch mitnehmen auf eine kleine, ja, experimentelle Reise, denn ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe Trüffel gefunden. Ich liebe Trüffel, habe auch tatsächlich schon viel mit Trüffel gemacht, aber immer mit fertigen Produkten. Das heißt, ich habe mir im Feinkostladen irgendwas Fertiges geholt oder habe mit Trüffelöl gearbeitet. Da gehen ja die Meinungen auch so auseinander. So, und jetzt habe ich gestern beim Einkaufen in der Metro tatsächlich echten, richtigen Trüffel gefunden. Und den habe ich jetzt mitgenommen. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich muss sagen, ich habe, ja, Trüffel ist teuer. Ist, ja, glaube ich, der teuerste Pilz der Welt. Schwarze Diamanten nennt man das auch. Allerdings fand ich den Preis ganz okay. Also jetzt mal zum Ausprobieren. Ich habe jetzt, glaube ich, 8 Euro bezahlt, 9 Euro so um den Dreh, für 50 Gramm. Und dadurch, dass der ja so intensiv ist, finde ich das eigentlich ganz okay. Es ist einfach ein Experiment. Wenn das jetzt klappt, freue ich mich natürlich. Ich habe halt mir jetzt überlegt, was mache ich mit meinen wertvollen Diamanten, dass ich die jetzt nicht versaue. Und möchte die natürlich auch haltbar machen, weil das ist schon recht viel. Also das ist recht ergiebig. Es wird auf jeden Fall heute Abend eine Pasta geben mit einer Butter-Sahne-Soße dazu. Also das wird es auf jeden Fall geben, aber ich möchte es mir auch haltbar machen. Deswegen werde ich jetzt mit euch zusammen eine Trüffelbutter mit echten Trüffeln und ein Trüffelöl machen, sodass ich das ein bisschen haltbar machen kann. Ich habe viel gelesen und das soll dann auch wirklich viele Wochen halten. Und jetzt werde ich mit euch zusammen meinen ersten echten Trüffel auspacken. Wow, so spannend. So, der riecht schon mal nicht so intensiv. Das sind also zwei Pilze. Zwei, das schmeißen wir mal weg. Die werden jetzt geputzt und gewaschen mit warmem Wasser. Also nicht zu heiß. So, dann soll man gucken, ob noch große, grobe Stücke, Dreck hier irgendwo sind. Aber ich habe das jetzt gebürstet in meiner Pilzbürste. Nee, das sieht okay aus. Also ist natürlich schwer zu erkennen, meine braunen Pilzbraunen sind. So, die nächste Aufgabe stellt sich mir, dass man das schneiden soll. Und zwar gibt es da einen extra Trüffelhobel. Den habe ich mir jetzt aber nicht extra geholt, weil, ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie oft ich das hier mache, ne? Ich meine, wenn es total geil wird, dann natürlich öfter, aber dann kann ich mir auch noch einen Trüffelhobel holen. Ansonsten habe ich, wie gesagt, viel gelesen und habe mir mal so ein paar Hilfsmittel rausgeholt. Da habe ich einmal meine klassische Reibe, Käsereibe, dann habe ich meinen Käsehobel und natürlich einen Sparschäler. Ich hoffe, es sind jetzt nicht zu viele Gourmets unter euch, die jetzt pur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich probiere jetzt einfach die einfachste Möglichkeit zu finden. Ich würde als allererstes ganz klassisch mit dem Messer versuchen. Hier mal den großen, den dicken. Riecht immer noch nicht ganz so intensiv. So, und jetzt mache ich mal ein ganz scharfes Messer. Ganz dünne Streifen. Ist halt schwarzer Trüffel, ne? Gibt es ja auch verschiedene Sorten. Der riecht ganz anders als die Dinge, die ich sonst immer verwendet habe. Ich würde jetzt einfach mal probieren, die Scheiben rauszumachen. Die Scheiben, die kommen auf jeden Fall heute Abend über meine Pasta. Für das Öl und die Butter nehme ich auch meinen Thermomix. Aber jetzt probiere ich erstmal hier Scheiben rauszubekommen und gucke einfach mal, wie es am besten geht. So, guck mal, das sieht jetzt so aus. Das ist auf jeden Fall mindestens genauso dünn, wenn nicht sogar dünner. Und mein Messer, das ging jetzt sehr gut. Das ist viel zu dick. Oh Gott, das ist viel zu dick.
Was fehlt? Das Fett als Geschmacksträger, das merkt man gleich. So, das ist auch super einfach, ist mir aber zu dick. Also, ich würde jetzt, das war jetzt mein Favorite, so ein paar, sag schnell, ein paar Spalten machen für meine Pasta. Das geht wirklich sehr gut, muss ich sagen. Guck mal. Das ist jetzt zwar jetzt nicht so wunderschön, aber... Hoppala. Jetzt geht er kaputt. Ich weiß jetzt noch nicht so genau. Ich muss ja ein bisschen haushalten mit meinen Pilzen. Ich brauche nämlich für mein Öl, ich habe es mir hier schon zurechtgelegt, das sind 200 Milliliter neutrales Öl, weil ihr möchtet ja den Trüffelgeschmack haben. 200 Milliliter Öl, da kommen 20 Gramm Pilz rein. Den werde ich ganz klein machen und dann umfüllen. Oder ich mache das zusammen. Und dann die Trüffelbutter, da habe ich jetzt 125 Gramm Butter genommen, da kommen aber auch so 15 bis 20 Gramm rein. Also schauen wir mal, wir machen das jetzt einfach mal im Thermomix. Gucken wir mal, wie wir das jetzt wiegen können. Upsala. Genau, dann machen wir jetzt als allererstes das Öl. Ich würde sagen, wir machen es im Thermomix erstmal klein und dann kommt das Öl dazu und dann machen wir es nochmal klein. So, die Waage weg. Und jetzt schneiden, machen wir mal auf Stufe 4 bis 5. Probieren wir jetzt mal aus, ohne Zeit. Da können wir mal reinpacken zwischendurch. Das ist spannend. Mal Gas. So, dann nehmen wir jetzt schon mal einen Spatel, weil das mit Sicherheit am Topfrand hängt. Ja, das ist aber schon sehr gut klein geworden. Jetzt riecht es auch. Also hier haben wir jetzt praktisch, sieht aus wie Blumenerde, unseren schwarzen Trüffel zerkleinert. Und jetzt gebe ich mein Öl dazu. Ja, ist ja egal, ne? Und dann füllen wir es gleich wieder um. Dann kann das nochmal durchgeschlagen werden. So, das machen wir wieder an. Mal auf Stufe 4 anfangen. Hört sich ganz gut an. Bisschen Gas nochmal und schauen wir mal. Was ihr apropos hier so brummen hört im Hintergrund, ist mein Friend. Da probiere ich gerade was aus für euch. Bin selber ganz gespannt. Da könnt ihr euch schon auf ein tolles Video freuen. Hoffe ich doch, dass das toll wird. So, jetzt habe ich hier Öli. Vom Rand runter der wertvolle Pilz. Oh, wie geil ist das denn? Ich mache mein eigenes Trüffelöl. Boah, ich freue mich voll. So. Und jetzt gießen wir das zurück und das darf dann im Kühlschrank sein. Muss unbedingt dunkel und kalt stehen, sonst habt ihr keinen Spaß dran. So, da muss natürlich alles raus aus dem Topf. Da müsst ihr wirklich jetzt auch mal geizig sein, ne? Wenn ihr nur das Öl macht. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn der Topf jetzt nicht so ganz sauber ist, weil ich ja gleich noch die Butter mache. Das heißt, da sammle ich ja Reste noch ein, die jetzt noch im Topf sein sollten. Sehr geil. Freue mich so. Oh. Fairerweise muss ich sagen, das war mir aber so ein bisschen bewusst, dass das jetzt nicht so ganz intensiv riecht wie die Sachen, die ihr vielleicht kaufen könnt. Das liegt natürlich daran,
dass ihr in der Regel kein richtiges Trüffelöl kaufen könnt, sondern das ist aromatisiertes Öl. Und das ist natürlich logisch, ne? Geschmacksstoffe drin, dass das intensiver ist. Das ist jetzt purer Trüffel. Das muss jetzt natürlich noch durchziehen, so wie ihr das von anderen Ölen auch kennt. Wenn ihr euer Knoblauchöl oder Peperoniöl oder sowas selber macht, dann wisst ihr das. Das ist natürlich nicht sofort da. Das muss ein bisschen ziehen. Und diese paar Tage geben wir dem jetzt natürlich auch und dann ist es richtig toll durchgezogen. Wir machen jetzt aber nochmal weiter und zwar mit der Butter. Da nehmen wir die 125 Gramm. Wir nehmen auch 20 Gramm von unserem Trüffel, also 15 bis 20 Gramm. Und werden daraus eine, ich hoffe, dass, naja, aber es wird schon funktioniert. Ich habe den Topf jetzt nicht sauber gemacht. Was machen wir denn jetzt? Okay, ich behalte das nochmal für die Nudeln. Sehr schön, das machen wir jetzt kurz klein. Das machen wir kurz klein und dann kommt die Butter dazu. Erstmal die Waage weg. Ich mache wieder ohne Zeit, ne? Ihr hört das ja dann auch. So, ihr hört schon, wenn das am Anfang ist es ein bisschen holprig und dann hört ihr, dass das feiner wird und dann könnt ihr das Ganze stoppen. Das geht apropos nicht nur mit Trüffel so. Das könnt ihr auch mit anderen Sachen machen. Das ist schon geil. Also, bin bis jetzt sehr begeistert. Ihr müsst es wieder vom Topf runterschieben, weil das hängt natürlich jetzt am Rand. Jetzt sogar noch ein bisschen mehr als eben, weil das ja ein bisschen ölig ist. Der Topf von vorher ist aber gar nicht schlimm, ist total gut klein geworden. Jetzt kommt meine Butter dazu. Die gute Butter natürlich. Die gute Butter. Das Tolle ist, ich kann wirklich richtige Butter nehmen, weil mein Sohn, der ja keine Butter darf, wo wir immer die Margarine nehmen, der mag keinen Trüffel. So ein Pech, aber auch. So, zu der Butter machen wir ein bisschen grobes Salz. So, ja, eine gute Prise, würde ich sagen. Ne? Hier so ein Teelöffel, würde ich sagen, ist das grobes, leckeres Salz. Und dann geht's los. Auch hier starten wir einfach wieder mal so. Wird das schön cremig gerührt. Boah, das wird so gut. Das wird so gut. Das wird so gut. So. Das dürfte jetzt fertig sein. Das funktioniert natürlich genauso, wie Kräuterbutter und sowas macht. Mm. Sieht ein bisschen aus wie Oreo-Paste. Riecht aber ganz anders. So, das war's. Unsere Kräuterbutter, Quatsch, Kräuterbutter. Unsere Trüffelbutter ist fertig. Ich nehme jetzt alles, was am Rand hängt, noch mit. Und jetzt wird der Topf geleert, schön geizig, ne? Oh, da könnt ihr jetzt natürlich das in Eiswürfelförmchen machen, dann habt ihr so kleine Portionen. Wenn ihr Gäste erwartet, kann da einer, jeder was von auf den Teller bekommen, so eine kleine Portion. Ihr könnt das in Frischhaltefolie wickeln und zu einer schönen Rolle machen. Bei mir darf das in dem Schüsselchen bleiben, weil das halt, ja, Gäste haben wir im Moment nicht, weil Corona-Kacke da. Habe ich nicht laut gesagt, aber es nervt mich wirklich, dass ich keinen sehen darf. So, das ist jetzt gut.
Das sieht jetzt nicht so schön aus. Jetzt hab ich, na, ihr wisst ja, ne? Ich bin ja immer nur so die Ohrenliste. Aber Hauptsache schmeckt gut, ne? Ah, geil. Muss mal. Hm. 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 Das schmeckt jetzt schon sehr, sehr lecker. Hm. Ich liebe das. Und das zieht jetzt auch noch durch. Also das würde ich jetzt frühestens morgen, ob ich es schaffe, bis morgen übermorgen essen. Dann ist das gut durchgezogen. Und dann haben wir die eigenen Trüffelbrühe. Ich bin total begeistert. Heute Abend, das brauche ich euch nicht zeigen, weil das so leicht ist. Ihr kocht einfach ein paar Nudeln auf, die schüttet ihr ab, dann macht ihr in der Pfanne Butter warm und schmeißt es dazu. Und dann verrührt ihr alles, Parmesan drüber, fertig. Ne? Also brauche ich kein Video drüber machen. Das ist so leicht. Und da freue ich mich drauf. Das habe ich auch schon mal in einem Restaurant gegessen. Das war der Oberknaller. Könnt ihr auch Rinderfiletstreifen oder so drüber machen. Oh. Ich kriege gleich wieder so einen Hunger, wenn ich davon rede. Das macht unbedingt mal nach. Also vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, dass ihr auch mal sowas machen könnt. Ich fand es jetzt total spannend. Ich bin total froh, dass es alles so geklappt hat. Aber es war jetzt auch nicht so die Rieseninvestition, dass man jetzt sagen könnte, oh Gott, ich habe jetzt einen Kredit aufgenommen, um das mal auszuprobieren. Das auf gar keinen Fall. Es ist ein Experiment wert. Ich werde demnächst die Augen offen halten, ob ich vielleicht noch andere Sorten finde, weil wie gesagt, ich kann es euch jetzt gar nicht sagen, wie die Sorte heißt. Müsste ich tatsächlich auf dieser Verpackung nochmal nachlesen. Gut, weiße Trüffel sind, glaube ich, noch teurer. Die kann man, glaube ich, nicht bezahlen. Die gab es da auch gar nicht, aber schwarze Trüffel. Da gibt es auch verschiedene Sorten. Und wenn ihr Trüffel mögt, könnt ihr natürlich das fertige Trüffelöl nehmen, nur ohne Mist, Mann, ne? Für das fertige Trüffelöl, wo ja viel Aroma drin ist, da habe ich für so eine, nee, kleinere, kann ich mal gucken, das sind so kleine Flaschen, habe ich auch 8 Euro bezahlt. Also das steht in keinem Verhältnis. Und dafür, dass das jetzt echter Trüffel ist, freue ich mich, dass ich das gemacht habe. Und wenn ihr das mögt, dann macht es unbedingt nach. Wenn es euch gefallen hat und ihr euch die Idee gefallen habt, vielleicht kennt ihr euch auch mit aus und könnt mir noch ganz viele Tipps geben. Da wäre ich total dankbar. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, weil da werde ich ganz, ganz aufmerksam sein und total dankbar für jeden Tipp, den ihr für mich habt, weil das war jetzt alles so ein bisschen laienhaft, weil ich es wirklich noch nie gemacht habe. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und lasst mir einen Daumen nach oben da. Jetzt habe ich einen Trüffel im Hals. Und was wollte ich denn jetzt noch sagen? Genau, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Verlosung, kein neues Rezept und viele Tipps und Tricks zu dekorieren, kochen und lieben. Also, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Habt Spaß, bis dahin, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ciao, eure Daniela.